Und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Letzimo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Omsi 2. Heute fahren wir wieder auf Winsenburg, wieder mit einem MANNG 313, diesmal aber mit der Void-Variante. Und mit der Lackierung, ja, gut, Frage, nächste Frage. Ich glaube, es war... Ich weiß es nicht mehr, ich wusste es gerade noch. Leute, egal. Ja, ich habe mir den Bus gerade schon eingestellt hier. Oben habe ich schon alles konfiguriert. Brauchen wir also nicht mehr zu machen. Also wie ihr seht, da wir ja wie eine Mikrobuslinie fahren, habe ich hier hinten eine breite Heckmatrix genommen, damit man auch schön sieht von hinten, welcher Bus welche Linie es ist. So, wir starten mal direkt. Hört sich gut an. Und ich muss sagen, er hört sich genauso an wie die Busse, die bei mir auch rumfahren. Das finde ich daran gut. So, wir nehmen zuerst als allererstes meinen Fahrplan an. Metrobusse, M3, Nordstadt Forum, 15 Uhr, das wären 4 Minuten. Gibt es noch einen früheren? Wahrscheinlich gibt es keinen früheren mehr. Doch, es gibt noch einen, vom Hauptbahnhof. Ich glaube, wir nehmen direkt die M1. So. Wir fahren vom Nordstadt Forum. Wie ihr wahrscheinlich ja gerade schon gesehen habt, wir lesen den hier hinten gerade ab. So, dann geben wir wieder alles ein. Diesmal muss man 50328. Route 2 müsste es sein. Richtig. Und Linie 00328. Stimmt es? Ja, perfekt. Es stimmt. Wie heute haben wir eine LED-Matrix verbaut. Keine Flipdot wie das letzte Mal. Und ich würde sagen, wir geben mal ein bisschen Gas, damit sich noch ein bisschen Luftdruck aufbaut. Habe ich eigentlich. Moment. Nein. Ich wollte nach hier. Okay, die sieht aus. Weil, wenn man vorne den Schalter hier, der ist ja so aus, ist komplett, ist hier gar kein Licht an. Komplett im Bus nicht. Wenn man den aber einmal anmacht, dann ist die hier mit an. Wenn man zweimal draufklickt, dann ist sie wieder aus. Dann ist sie ganz vorne aus. Und ich finde, man braucht die ganz vorne nicht. Meiner Meinung nach. So, wir fahren schon mal vor. Wir haben noch ziemlich wenig Luft. Aber egal, das sollte sich schon ändern. So. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich haltet der jetzt hier noch nicht weiter. Das wäre nämlich ein bisschen doof. So. Und dann lassen wir die Leute einmal einsteigen. Hallo. Hallo. Tag. Ich schalte schon mal nach hier, vielleicht will ja diesmal einer was kaufen, endlich mal wieder. Nö, schon wieder nicht. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Egal. So. Ich habe übrigens heute die zweite und dritte Tür als Außenschwenktüren genommen. Also praktisch. So. Genau, und die erste ist halt eine Schiebetür. So, was wollte ich noch gemacht haben? Ich wollte noch irgendwas gemacht haben. Ach ja. Weiterstellung an. Richtig. Ja, das ist doch perfekt. Da weiß man von rechts, wenn man rechts im Bus steht, wenn man hinter dem Bus steht und wenn man vor dem Bus steht oder dem Bus entgegenkommt, weiß man, wohin er fährt. Ja. Sagen wir, stellen wir eine Minute vor, noch. Will noch einer mit? Ja, will noch eine Frau mit. So, will die was kaufen? Nein. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Weser-Ems-Bus-Lackierung haben wir drauf. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Also, das ist die Weser-Ems-Bus-Lackierung. Meiner Meinung nach ziemlich... Greisinger Straße, Nordstadtforum. Oh. Er schaltet weiter. Okay. Normalerweise schaltet er die erste nicht weiter. Das ist ein kleiner Fehler noch. Ich weiß nicht, ist das jetzt entweder behoben worden oder... Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. So. Einmal rechts rum. Fahren übrigens wieder zum Hauptbahnhof.
Boah, mir vorgenommen. Der Pferd, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ich habe gar keinen Führerschein, weißt du? Also. Hallo. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt diese Woche jeden Tag ein Video von einem Bus aus dem M1 Stadtbus-Addon hochzuladen. Also entweder NG 313, NL 263 oder NÜ 263 oder halt ist ja der NG 263 15 Meter oder Morphy hat ja auch den beim Soundpatch mitgeliefert, den Rutenhause. MAN NL 223, das ist praktisch derselbe, nur mit Voigt-Getriebe. Aber der, den könnte ich auch noch fahren. Also diese Woche kommt nur MAN Stadtbus mit on. Könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Weil heute ist ja Montag. Gestern kam auch schon MAN Stadtbus, die M1. Und ich werde wahrscheinlich als erstes mal alle Metrobuslinien fahren. Weil mir das am meisten Spaß macht. Was ich vergessen habe noch zu sagen ist, dass ich den Bus diesmal auch mit 310 PS genommen habe, weil ich glaube, es war so, dass der nicht richtig den Berg hochkam. Meiner Meinung nach. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich komme unserem Kollegen entgegen. M3? Ja, M3. Bahnhof Nordstadt. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja letzte Folge gesagt, dass ich die Außenspiegel rechts, den langen mag, weil er sonst in der Türe ist. Und falls ihr mein Video gesehen habt, wo ich mit dem NG 262 durch Berlin gefahren bin, der hatte den Spiegel, der hatte den hier praktisch hier in der Türe. Und da habe ich nicht gesehen, ob hinten noch einer am Aussteigen war, in den letzten zwei Türen. Das war ein bisschen blöd. Aber trotzdem, der 262 ist auch ein schöner Bus. Gefällt mir auch. Bahnhof Nordstadt, Westseite. Oh, hier ist 30, wieso ist hier 30? Meine Güte. Ah, alles klar, hier ist einfach 30. Na gut, kann man. Na gut. Schneller dürfte ich eigentlich, glaube ich, durch die Kurve auch nicht durchfahren, sonst werden die hinten wieder meckern. Jetzt muss ich aber ein bisschen Gas geben, sonst komme ich nicht ganz hoch. Ah ja, perfekt, hier ist wieder 50. Das ist gut. So. Und da habe ich ein bisschen spät auf die Bremse gedrückt, aber egal. Hat ja noch hingehauen. Guten Tag. So, guten Tag. Oh, ist grün, perfekt. Könnt, wie gesagt, ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Linien oder welche Karten ich noch fahren soll.